So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Snake Pass. Im Level Nummer 6 mittlerweile, glaube ich. Keine Ahnung. Noodles. So, wieder an dieser beschissenen Stelle. Ich arbeite mal mehr mit... Oh Gott, das ist so lang. Es geht so lang darüber. Warte, ich muss hoch. Nein. So, rüber. Kann ich mich dann so rumschlängeln? Ja. Ja. Nein. Nein. Scheiße. Ich hasse es. Nein. Oh, Extremsport schaltet man dann frei. Super. Och nee. Oh, die Stelle ist scheiße. Ich will nicht mehr. So. Ah. Noodles. Ja, komm, ich lass mal den Vogel noch ein bisschen den Schwanz anheben. Oh, da liegt ja eine Vogelfeder unten auf dem Boden. Kann man mit der was machen? Ist das so ein Hinweis auf dem Endboss? So eine Krähe dann? Okay, scheiße, ich brauche meinen ganzen Schwanz wahrscheinlich. Yes! Okay, und runter da. Genau, auf das Gefahrenschild. So, wenn ich jetzt hier richtig fall, genau, nehme ich das Ding gleich mit. Dann nochmal hier drunter. Plus die Münze möchte ich auch noch. Oh, die Stelle ist richtig beschissen, ey. So, gib her. Danke. Puh. Okay, nächster Versuch. Wobei, das war ja gerade eigentlich schon ganz, ganz gut von der Taktik her. Probieren wir jetzt halt noch ein bisschen das gescheiter hinzukriegen. So, also wir schlängeln uns am besten hier hoch. Dann halten wir uns fest. So. Ja. Ich will den Tropfen. Nein. Kopf, du bist stark. Nein! Warum hat er den blöden Wassertropfen nicht genommen? Noodles, warum? Och nee. Ich mag die Stelle nicht. Okay. Schlängel schneller. So, einmal. Hier hoch. Hier hoch. Okay, hier hoch. So langsam habe ich das aber mit dem rechten Mouse-Button drauf, wenn ich den drücken muss. So, jetzt machen wir Speedrun-Technik hier. Wall-Glitch. Shit. Okay, schlängeln wir uns doch nochmal hoch. So, festhalten. Hätte das vorhin funktioniert, hätte ich da noch den Unterkörper angehoben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh, solche Stellen, wo man in der Luft ist. Safe, die letzten Level, die sind nur davon. Die sind pure Verzweiflung dann. So, nimm diese Münze. So, hallo Vögelchen. Und dieser blöde Wassertropfen da oben. Scheiße, ey. So, ich schlänge ja schon so schnell ich kann. Also, hoch. Oder auch nicht hoch. Festhalten. So, dann einmal rum. Nein. Zurück. Neustart. So, ich muss hier einmal hoch, einmal rum. So, dann halte ich mich fest. Genau. Dann dasselbe Spiel hier. Ja. Dann halte ich mich hier fest. Nein. Ja, nein, keine Ahnung. Ich wäre schon mal drüben, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist dieser blöde Wassertropfen. Der ist halt genau in der... Mitte. Nope. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Okay. Viel besser. Oh, hier ist ja ein Speicherpunkt. Gut, dann ist scheißegal, ob wir jetzt runterfliegen. Safe, jetzt gehe ich auf Risiko und jetzt klappt's, ne? Oh, der ist ja richtig weit hoch.
Ja, jetzt klappt's natürlich. Okay. So, nochmal ein Speicherpunkt. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, da ist irgendeine Rutsche. Ich guck grad. Müssen wir jetzt eher unter Wasser? Oder... Oh ja, da liegt was. Komm her. So, unter Wasser. Da ist ein Pfeil. Okay, ja. Zeigt uns den Weg. Oben war aber auch nochmal was. Moment mal. Netter Versuch. Und dann... Na, nee, hier will ich nur nicht lang. Moment, dann möchte ich aber nochmal zurückgehen. Weil da wäre ja auch was zum Hochklettern. Oder war das über die andere Seite dann? Komm, schwimm mal schneller. Oh, das Gras bewegt sich ja alles. Voll harmonisch. Okay, nee, ich glaube, hier komme ich doch noch... Doch? Oh, wie der sich durchschlängelt. Und jetzt klappt's nicht. Okay, Moment, Schwanz anheben. Umfallen lassen. Alles klar, hier ist irgendeine Kugel. Plus, da habe ich auch eine Münze gesehen gerade. So. Wo habe ich die Münze gesehen? Hier habe ich doch gerade eine Münze gesehen. Oh nein, das wird jetzt richtig eklig zu schieben, oder? Oh nee. Kann ich die nicht irgendwie festhalten? Nein, nein, nein. Dadurch? Oh, scheiße, wie roll ich denn? Wir stoßen ja nur so ein bisschen an und dann will die Schlange schon in eine andere Richtung gehen. Ich frage mich, ob es von dem Spiel hier Speedruns gibt. So, rüber. Dadurch. Ja, roll ganz entspannt. Ja, ja. Lass dir Zeit. So. 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 Ja, kommt noch ein kleines Stück. Und drin. Ja. Ah, okay, das macht. Mhm. Und da ist die Münze. Okay, aber Wasser ist drunter. Das heißt, wenn wir auch runterfallen, ist eh wurscht. So, Moment, ich schlängel mich so drum. So ganz langsam. Das klappt nicht. Nee, okay, Moment. Wenn ich schlängel, dann muss ich das über mehrere Dinger machen. Und das klappt noch schlechter. Aha. Moment, langsam hoch. Ah! Diese Schlange, ne? Nein! Nein, 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 nein. Nein. Gott, hör auf, dich so zu drehen. So. So. Kann ich geradeaus hoch? Nein! Hör auf, dich zu drehen! Er will nicht. Hui! Hui! Ist das ein Scheiß, Mann? Ist das ein Scheiß? Nein! Okay, hier wird man eigentlich offiziell erst hochkommen. Ich guck noch schnell, ob da irgendwie Bläschen im Wasser sind. Ja, da, guck mal. Zack, hätte man eine verpasst. Plus, da nochmal eine. So, ja, immer. Her mit den Dingern, die hätten die Hälfte von denen. Oh, Wasserlevel sind grausam. Obwohl, nein, das Problem ist ja nicht mal das Wasser. Das Problem ist ja, dass die Schlange zu blöd ist, da hochzuklettern. So, ich speichere einfach zur Sicherheit nochmal, dass die Kugel gespeichert ist und alles. So, Schwimmnudels. Aber wenigstens ist die Musik harmonisch. Ja, das senkt das Frustfaktorpotenzial ja schon mal um 0,01. So, und dann kommt natürlich so eine Scheiße. Nudels dreht sich 18 Mal im Kreis und denkt sich so, ja, ja, wird schon gut gehen.
So, wie komme ich an diese blöde Münze ran? Von da oben. Wenn ich die von oben hole, weil ich glaube echt nicht, dass ich da an dem Ding wirklich geradeaus hochkraxeln kann. Ja, ja, mach irgendwas, Noodles. Ist okay, bring mich zum Verzweifeln. So, hoch. Jo. Hoch. Oh, Stacheln, wie schön. So, und jetzt kann ich von hier oben... Ah, hier ist ein Checkpoint. Von hier oben kann ich doch bestimmt darüber. Moment, wie will ich denn das genau machen? Habe ich nicht gedacht, überdacht. Nein. Kletter mal hier hoch, Noodles. Noodles. Kletter mal da. Noodles! Scheiße. So, hier hoch. So, und von hier oben machst du nicht das. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Es ist doch scheiße. Ich muss es über die andere Seite machen. Über die hier. Ja, streiche ganz zärtlich den Bambus hier. Und vielleicht klappt das oder auch nicht. Och, mit den Münzen habe ich wirklich keine Ahnung. Oh Gott, nein. Dann drehe ich mich so in der Luft im Kreis und es funktioniert. Ne, ich kann nicht irgendwas gerade senkrecht hochgehen, aber ich kann mich 18 Mal im Kreis drehen in der Luft. Das ist Schlangenanatomie. Okay, wir lassen die Münze einfach. Dann, also ich glaube, das Ziel vom Spiel ist es, also für mich, dass ich wenigstens alle Wassertropfen hole, aber alle Münzen, nee. Zumindest die auf dem Weg liegen und dann... Ich verzweifle hier, ja, richtig. Oh, ich muss echt sagen, das ist schwer. Und was ist das da? Das hat so eine komische Farbe. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, haben wir da drüben was verpasst? Nö, wahrscheinlich nicht. Okay, Schlüssel Nummer 2. Mhm, Stacheln. Stacheln sind immer gut. Aber wir haben ja einen Checkpoint, also ist ja wirklich alles safe. Ich rush einfach irgendwie durch. Woo! Schwebetechnik. Und gespeichert. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. So. Einmal da hoch. Jetzt will ich das da. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, Mann. Aber hier klappt's. Geschafft. Das war einfach. So ein Vergleich. Oh, ist das mies. Im Vergleich zum anderen Zeug war das richtig einfach. So, okay. Technik hier. Ich muss mich, glaube ich, einmal rumwickeln. So, dann lasse ich nicht fallen. Ich will speichern. Scheiße. Ich will den Tropfen, aber ich... Ich wickel mich mal rum. So. Halt fest. Genau, und dann geh wieder hoch. Oh, okay, war doch einfacher als gedacht. So, und weiter. Ja, runter. Hui. Platsch. Und nehmen wir gleich mal den Wassertropfen da unten. Dann haben wir schon 3/4 von den Dingern. Und uns fehlt noch ein Schlüssel. So, Wasser für uns. Plus. Da oben ist der nächste. Okay, auch wieder so einer richtig tollen Konstruktion. Hä? Wer baut denn sowas? Vor allem ist es ja richtig schön durch Seile befestigt, aber... Wozu? Wozu baut man sowas? Okay, Noodles, hier hoch, komm. Ja. Da ist nämlich irgendwas zum, ich glaube, Wasser abdrehen oder aufdrehen. Da oben sehe ich wieder eine Münze. So. Ja, Noodles, du packst das. Alles klar. So, Wasser. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ah, okay. Das macht die Teile da so ein bisschen breiter. So. Okay, passt. Dann checke ich nochmal kurz das Wasser da hinten ab. Ob da nicht irgendwie... genau, so ein Wassertropfen liegt. Die sind gut verteilt. Die sind echt gut verteilt.
So, drei von denen fehlen noch. Plus ein Schlüssel. Ich glaube, das Level schaffen wir dann doch noch in dem Part. Also es hatte eine richtig beschissene Stelle und eine Stelle, wo ich einfach nicht weiß, wie ich an die Münze komme. So, da ist noch ein Wassertropfen. Wo habe ich denn gerade die Münze gesehen? Ich habe doch gerade auch noch einen da oben. Okay, an die können wir aber auch eigentlich okayermaßen rankommen. Theoretisch. Oder? Ja, wahrscheinlich wieder doch nicht. Nee. Ich lasse es gut sein. Ich nehme nur die Wassertropfen. Und die wirklich entspannten Münzen. So. Den haben... Oh Gott. Den haben wir. Wo geht's denn? Hier hoch! Cool, wie halte ich mich denn? Wie halte ich mich denn? Ach, da war noch so ein Ding. War gerade echt confused. Gott, nein! Was ist das? Wieso dreht er sich manchmal so richtig strange? Nein! Okay, ich bin eins weiter oben. Komm auch noch weiter hoch, vielleicht. Hier sind bewegende Steine. Sehr gut. Okay, oben. Steine gehen hoch und runter. Ja. Für den Schlüssel. Okay, ich verstehe schon. Nein, schnell. Ich habe mich doch gar nicht fest. Warum war denn der so langsam? Ich habe mich doch gar nicht fest. So. Oh Gott, da ist nochmal ein Wassertropfen über den Stacheln. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Das Falsche! Och nö. Gut, dann würde ich doch sagen, wir machen es im nächsten Part wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.